Ja, hallo meine Freunde. Ja, und wie versprochen, das nächste Video. Und zwar geht sich jetzt um Kabelsleeve, das heißt um die Kabelkämme. Ja, wie gesagt, ich habe ja wirklich schon einiges durchprobiert an Kabelkämme. Da habe ich auch schon einiges Geld für ausgegeben, damit euch das vielleicht nicht passiert, damit ihr direkt vernünftig macht. Mein Tipp an euch ganz einfach, wirklich, wenn ihr es noch nicht zusammen habt, das Geld, spart ein bisschen und kauft euch wirklich was Vernünftiges. Und mein Tipp ist wirklich, Aluminium zu kaufen, weil das ganze Plastikzeug und ja, ich habe es ausprobiert, meine Meinung, Daumen nach unten, ganz einfach, weil ich fand es nicht so prickelnd. Ja, es ist noch ein Päckchen gekommen und wir schauen mal rein, was uns so erwartet. Und da haben wir schon was, hier haben wir noch mehr, hier haben wir noch mehr, hier haben wir eine Rechnung, die legen wir mal weg. Ach, guck mal hier, ein kleiner Osterhase zum Geschenk, das ist auch nicht verkehrt. Ja, das Ganze kommt von Gusemotz oder Gusemotz, wie sagt man, man spricht jetzt immer irgendwie aus. Ich halte mal die Karte hier, Gusemotz, in die Kamera. Da habe ich schon mal Sleeve bestellt. Prompte Lieferung, muss ich dazu sagen. Wirklich, es ging ratzfatz. Also wirklich schnelle Lieferung. Kleines Dankeschön dazu. Der kleine Osterhase, den legen wir mal dahin. Ja, warum nicht? Und da haben wir dann hier praktisch die bestellten Kabelkämme. Und bei den Kabelkämmen handelt es sich um Aluminium. Und das Ganze muss man wirklich dann so machen, dass man die Stecker löst und dann das Kabel hier durchzieht, dann wieder einsteckt. Ja. Und das wollen wir jetzt ganz einfach mal machen. Und zwar wollen wir das Ganze mal machen bei der Grafikkartenanschluss. Da habe ich nämlich mehrere bestellt, da habe ich 4 Stück bestellt. Die braucht man, weil die Länge doch sehr lang ist. Und das fühlt sich auch schon sehr hochwertig an. Sehr gut, nicht zu dick. Die Ränder ist sehr dünn. Und ich habe bei der Grafikkarten ja einmal 8 Pin, einmal 6 Pin. Und damit das Ganze passt und nicht auseinander irgendwo ist, habe ich das Ganze als 14er, als zusammenhängend bestellt. Damit das Ganze schön zusammenhängt, das Kabel. Das heißt, die gibt es ja auch einzeln. Ich hätte jetzt hier einen 8er nehmen können und dann nochmal einen 6er, die ich ja auch für den Stromanschluss habe. Das heißt aber, ich habe gedacht, da machst du hier direkt ein 17er, da habe ich hier die 8er und hier den 6er und dann passt das mit der Grafikkarte schön an einem Strang schön zusammen. Ja, das muss aber auch wieder jeder für sich entscheiden, wie er das Ganze machen möchte. Ja. Und wie gesagt, wir machen das jetzt hier. Das Ganze ist natürlich hier, da braucht man so ein Werkzeug. Das gibt es dann auch hier bei Gusemotz. Das Ganze habe ich da auch damals schon bestellt, ist schon was länger her. Da habe ich ja mal Netzteilkabel selber gemacht und so weiter. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, glaube ich. Müsst ihr mal unter meinen Videos schauen. Da habe ich das Teil damals schon mitbestellt. Kostet ja um die 9 Euro, glaube ich. Aber ja, das braucht man. Ohne dem Werkzeug ist es sehr schlecht, die Pinne hier rauszukriegen. Ja, und mit dem Werkzeug ist das wirklich eine Sache. Da geht das hier eigentlich sehr schnell. Wichtig ist nur, dass man aufpasst, dass man auch richtig drin hat. Das Ganze ein bisschen hochschieben. Und dann kann man das Ganze abziehen. So schnell geht's. Ja, das heißt, man drückt praktisch diese Pinne, die hier sitzen. Ich hoffe, ich halte das mal hier in die Kamera. Ich hoffe, es kommt hier an. Ja, die Klammern, die an der Seite sitzen, die drückt man mit diesem Werkzeug praktisch zusammen, kann dann rausziehen. Aber ein bisschen hochschieben erst, damit die Gabel richtig packt hier und dann nach hinten rausziehen. Das Ganze kann man sich dann genau anschauen. Sollten die Haken jetzt ein bisschen zu tief sein, kann man die mit einem kleinen Messerchen wieder ein bisschen nach außen biegen, damit die auch wieder schön halten. Ja, das kann man machen, aber wenn es noch gut aussieht, kann man es auch so jetzt nehmen, durchziehen und dann einfach wieder einstecken. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal hier machen. Ich werde das Ganze hier durchziehen. Da haben wir also einmal
zweimal, dreimal, muss ich gucken, ob es auch richtig ist, ja, und viermal. So, ich werde mal kurz meine Brille wechseln, damit ich das Ganze ein bisschen besser sehe. So, ich schaue mir die Haken mal an. Ja, die sind jetzt hier ein kleines bisschen, sind die mir zu weit reingedrückt. Das heißt, ich nehme jetzt hier ganz einfach mal ein Messerchen. So, nehme ich mir also ein Messerchen. Ich hoffe, ihr seht das. Und biege den einfach so ein kleines bisschen wieder hoch. So, seht ihr das? So, und jetzt kann man den ganz einfach wieder hier rein. War er so rum, war er so rum. Muss ich mal gucken. Nein, war so rum. So, jetzt ist das Ganze wieder hier schön drin. Und schon habe ich die Klammern drüber. So, und das Ganze macht man dann ganz einfach mit allen Kabeln. Schön in Ruhe, lässt man sich Zeit. Und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Ich mache mal hier den jetzt soweit fertig und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. Weil das kann sich, glaube ich, dann auch wirklich sehr gut sehen lassen. Ohne dass hier irgendwo was abgeht oder was abbricht oder kaputt geht. Ja, also es fühlt sich sehr gut an, diese Kabelkämme. Ist Aluminium, ist aber auch nicht so dick. Ich habe schon welche gesehen, die waren dann sehr dick auch. Das sieht dann auch wieder nicht aus. Also ich bin der Meinung, auch hier mit diesen gewellten, das sieht alles ganz manierlich aus bis jetzt. Und ja, wir sehen uns einfach gleich wieder und dann schauen wir uns das Ganze mal fertig an. Ja, dann sind wir wieder und das ging eigentlich ja recht flott, muss ich dazu sagen. Wenn man es einmal so richtig ein bisschen drauf hat, dann geht's. Also wirklich. Ihr seht jetzt hier, das ist jetzt der 8-Pin-Stecker. Ja, jetzt kommt daneben noch der 6-Pin, damit die schön zusammenhängen. Ja, dann zieht man die so ein bisschen hier, dass das schön gerade ist. Und wenn das dann im Gehäuse hängt, dann hat man das richtig schön nebeneinander. Noch ein bisschen gerade gezogen, das Ganze. So, muss man ein klein bisschen noch sagen, aber das Schöne ist hier bei dem Stoffsleeve, der ist also ja nicht so sperrig und das kann man dann richtig schön verlegen. Also ich bin der Meinung, das sieht wirklich gut aus. Vor allen Dingen, das hält auch jetzt, das geht nicht lose, egal was ich damit mache jetzt, wie ich das biege. Wenn jetzt der 6er noch daneben ist, dann ist das Ganze auch ein bisschen stabiler. Das ist natürlich jetzt das Wackelig hier, sage ich mal. Aber ich finde, es sieht gut aus. Und es ist was Vernünftiges und man hat wirklich hier Freude dran. Also es ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, vielleicht auch ein bisschen kostenintensiver mit dem Werkzeug, was man ja braucht. Und ich empfehle euch wirklich, wenn ihr so einen Stecker raus habt, die Klemmerchen hier mit so einem Cuttermesser klein bisschen wieder hochbiegen, ist schon besser, weil die werden doch ziemlich zusammengedrückt. Und dann kann man das Ganze wieder reinstecken und dann hält das auch wirklich wieder Bombe hier. Ja, und merkt euch vorher, wenn er den Stecker rauszieht, wie rum der war. Da ist immer so eine kleine Spalt, wo der ja zusammengedrückt ist. Dann sieht man genau, wie rum der Stecker war, damit man es auch so wieder vielleicht einsteckt, damit da nichts verkehrt läuft. Also ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Ja, ich würde euch jetzt gerne das Ganze zeigen, aber der 6 ist noch nicht da. Der 6-adrige Stecker für die Grafikkarte, der ist leider noch nicht angekommen. Ja, der hatte noch ein bisschen Lieferschwierigkeiten und das dauert noch ein bisschen. Ja, warum ich 4 Stück genommen habe, weil von der Grafikkarte das Kabel, das wird am längsten sein, das sieht man am meisten. Bei dem 24-Pin habe ich 2 Stück bestellt. Das müsste reichen,
Muss ich schauen, kann natürlich auch sein, dass man einen dritten braucht. Aber ich finde, wenn man jetzt zu viel bestellt, ist unnötig. Es sind je nachdem bei dem großen hier 3 Euro oder wie viel es war. Man kann ja lieber nochmal, wenn es sein müsste, vielleicht nochmal einen oder zwei nachbestellen. Habe ich mir so gedacht. Ich bin aber der Meinung, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen mit den Plastiksachen und da haben zwei vollkommen ausgereicht. Einer und dann geht das Kabel ja, das geht ja direkt schon durchs Gehäuse. Da reichen eigentlich zwei. Es kommt immer darauf an, wie man sein Kabel verlegt. Das muss man sich vorher so ein bisschen anschauen. Und dann kann man natürlich die Kabelkämme danach bestellen. Ja, ich hoffe, es war so ein bisschen informativ. Es hat euch gefallen. Ist mal ein kurzes Video. Und ja, macht eure PC mit Sleeve-Kabel, weil die Bitphoenix-Verlängerungen hier, die haben auch eigentlich einen annehmbaren Preis. Die sind nicht zu teuer. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wie gesagt, alles, was ich hier mache, ist für das neue Reisenprojekt. Und ja, wir sehen uns wieder. Lasst ein Abo da, dann kriegt ihr sofort Bescheid. Und ich sage danke und tschüss zusammen.